Nee. Wie ich sie hasse, aber der hat's nie lang geschafft. Hallo und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Wir schauen uns heute die Schattenburg an. Das hier ist die Schattenburg. Die befindet sich zwischen Gelmir und Altos Plateau. Ich zum Beispiel bin hier gestartet und bin hier unten entlang geritten bis hierher. Und in meinem vorhergehenden Video, wo ich schon hier reingehen wollte, habe ich nach Eingängen gesucht und das Umland habe ich halt abgesucht. Alles hier rundherum. Da gibt es schon etwas zu holen tatsächlich. Und habe mich dazu entschieden, jetzt die Schattenburg zu betreten. Und ich habe drei Eingänge gefunden, würde ich behaupten. Einer war hier. Da kann man über eine kleine Mauer springen, aber nur mit einem Pferd-Doppelsprung. Von hier oben am Turm entlang hier rein. Dann eine war hier vorne irgendwo. Da gibt es so einen schrägen Stein, wo man hoch kann. Und ein Eingang war hier. Ich denke mal, das ist der normale Eingang. Und da wollen wir jetzt hin. Da vorne diese, vorne rechts diese Felsen, da wo jetzt mein Schwert ungefähr ist, da kann man rein. Puh, ich weiß nicht, ob ich die Gegner lieber wegmachen soll und mich dann stürmen. Das könnte durchaus passieren. Schalafäule. Weil er kann ja oben auf die Mauer schießen hier. Ja, dann habe ich sie halt. Zack. So. Da gibt es einen schönen Zauber, und zwar Flamme heile mich. Der entfernt Gift und Scharlachfäule. So, ich glaube, hier ist der richtige Eingang. Also, der vorgesehene. Die meisten Spieler. Hey, die Schattenburg. Was ist mit dem hier? Oh, hält ganz schön viel aus. Achso, das sind die, die halten ja immer etwas mehr aus. Okay, dann fangen wir an. Den äußeren Wall. Den äußeren Wall zu erkunden. Ich gehe hier mal noch nicht runter. Ja, weiter geht's. Musste kurz ans Telefon gehen, aber es kriegt dann eh nicht mit. Das schneide ich sowieso raus. Neutralisierende Boli. Ah. Ah, das ist ein Parfümeurstyp. Also muss ich ja hier in den Bereich, muss ich rein. Also gehe ich vorne in den Bereich erstmal rein. Auch noch etwas. Ich nehme mal die neutralisierenden Boli mit rein. Oh, und ich nehme mal meinen Goldskarabäus wieder. So. Im Grunde brauche ich die Boli nicht durch meine Fähigkeit, aber manchmal ist es praktischer, die Boli zu nehmen. Da ist ja auch so ein Vieh. Die Hortengeschütze rausholen.
So, jetzt lohnt sich aber die Fähigkeit zu nehmen. Nehme ich gleich beides weg. Schmiedestein 5, einmal. Naja, gut. Giftblüte. Oh. Ist nur ein Drop? Ja, schade. Oh, jetzt auch noch ein Drop. Ah, oh, der hat ein. Achso, das war das große Monstrum. Nun ja. Ja, könnte besser sein. Aber wir wissen Bescheid. Wir haben alles. Ich habe mal die letzten paar Skills auf FP-Punkte gesetzt, weil ich mehr Mana wollte irgendwie. Bin zwar kein Marker, aber meine unterstützenden Anrufungen sind einfach klasse. Sind das Anrufungen? Ich glaube schon. Oder Zauber? Eins von beiden. Nee. Wie ich sie hasse, aber der hat's nie lang geschafft. Geistertalide 4, das ist sehr schön. Dunkelschmiedeschein 5 ist auch sehr gut. Die Schattenburg gefällt mir schon mal. Abgesehen von dem Gegner gerade. Bestienblut. Oftmals, wenn Gegner um irgendetwas stehen, ist es Bestienblut. Oh. Nicht mal gestorben. Robe des wahnsinnigen Parfümeurs. Habe ich doch. Ach nee, die habe ich schon, aber mit meinem anderen Charakter. Da habe ich sie schon mal gefunden. Da geht's rein in den inneren Ring. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen alles, was hier liegt. Ist das ein Bluthundritter oder was ist das? Ah ne, das ist ein Marker. Grabfeilchen. Grabfeilchen. Nein, wir wollen da nicht hoch. Hier gibt es doch schon einiges zu entdecken. Schmiedeschein 4 ist gar nicht so hoch alles. Dann ist das Gebiet auch. Die Katze. Wenn ihr Geräusch gehört habt, das war meine Katze. Da ist das Gebiet gar nicht so hoch eben. Eine Funderungstechnik. Bisher. Ich kann mich auch ganz täuschen. Ganz klar täuschen. Es geht schnell mal hin nach hinten los, so eine Aussage. Easy. Okay. Ich hätte gern einen Gnadenpunkt. Im Demon Souls, in dem Gebiet, wo ganz, ganz viele Schnecken sind, findet man das Moonlight Greatsword. Komm ich gar nicht hoch. Ich dachte, ich habe jetzt die Leiter gesucht. Gnadenpunkt. Sehr schön.
Ich werde es aber erstmal nur aktivieren, damit die Gegner tot bleiben. Und zwar bin ich vorhin hier hochgesprungen. Mit dem Pferd von da aus, von dem Baum aus hier drüber gesprungen. Mit dem Spektralross. Habe hier einen Gegner getötet, zwei Gegner. Aber das nicht eingesammelt. Okay, es ist nur eine goldene Rune 6, aber dennoch. Ich wollte es wenn dann ordentlich machen. Und meine Nachricht wurde bewertet. Die ganzen Schnecken habe ich gar nicht gesehen. Glassplitter. Giftknochen, Wurfpfeil. Leicht verdiente Runen. Nehmen wir alles mit. Okay. Kommt man da nicht rein? Da kommt man da bestimmt rein. Da ist wieder so ein Gemälde. Ich habe schon ewig mehr, keins mehr gefunden. zu leicht. Man denkt manchmal viel zu kompliziert. Das ist auf jeden Fall irgendwo altes Plateau. Ah, ich weiß, wo es ist. Okay, das kommt dann als separates Video natürlich. Cool, das habe ich direkt, das weiß ich direkt, wo es ist. Und irgendwo hier konnte man, da konnte man hoch. Hier kann man. Kommt man direkt an den Gnadenpunkt. Er hat seine Chance genutzt. Oh, was haben wir denn hier? Vier Giftblüten. Toll. Aber ich muss doch die Seite noch untersuchen, genau. Das mache ich noch schnell, dann habe ich den Außenwall als... Wie spät ist... wie spät? Wie weit sind wir schon? Okay, geht. Hier hinten hatten wir, ne? Ja. Aber nach oben sind wir nicht. Die Mauer, jetzt gehe ich erstmal hier hinter. Ach ne, nicht die. Dass sie dann auch noch drei Schläge aushalten müssen. Viecher. Oh, hier liegt etwas. Goldene Rune 6. So. Das hätte ja mal leicht sein können. Nein. Oh. Nein! Mein Eingriff hat eine Sekunde zu lange gedauert. Ja, man sollte sie nicht unterschätzen.
Ich bin. Ach, ich bin hier, ja. Ach, hier stört ich. Ja, klar, hier. Das sagen, hier waren die Gegner. Ich brauche auf jeden Fall meine Runen wieder. Ach, da sind sie ja. Ah. So aus hier. Oh. Riech's einfach hasse, ich bin wieder tot. Ah! Diese scheiß Todespest. Gibt's da einen Schutz davor? Erst einsammeln. Das Problem ist, du musst schlagen. Und um sie schlagen zu können, stehst du fast immer in dieser Wolke. Raus da. Oh. Raus! Schade, dass das Todespest nicht wegmacht. Es wäre OP wahrscheinlich. Giftet ist egal. Schmiedestein 5. Wow, die Ausbeute war jetzt nicht so geil. Für die ganzen Frust hier hinten. Jetzt möchte ich mir nochmal hoch auf diese Mauer. Bereich. Der Markup schießt mich. Oh, diese. Ist ja er noch. Der hat. Hat er mich in der Luft geschnappt oder was? Oha. Gibt es egal. Ich habe die große Rune nicht mehr aktiviert, deswegen muss ich mal
etwas leichtere Beine anziehen, damit ich wieder mittleres Ausweichen habe. Schein 5 einmal, toll. Der Ausbeute ist jetzt nicht so doll hier auf oben gewesen. Ach, hier bin ich. Alles klar. Schnell den Mark hier noch wegmachen. So. Körperfeilchen bekommen. Das war erstmal der äußere, die äußere Burgmauer von Schattenburg. Wie gesagt, zwischen Gelmir und Altes Plateau befindet sich die Schattenburg. Ein Gnadenpunkt habe ich schon gefunden. An dieser Stelle werde ich, ich werde es trotzdem aufteilen. Es gibt wahrscheinlich bis zwei Teile dann. Wie es hier oben weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge schwer bespuckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder euch geholfen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.